Hallo Leute, heute gibt es das 1000 Abonnenten Spezialvideo. Wir haben euch ja schon vor einem halben Jahr oder einem Jahr mal versprochen, eine Roomtour zu machen. Und heute ist die Zeit gekommen. Jonas ist heute der Kameramann. Hallo, meine lieben Zuschauer. Und ja, hier schon mal die erste Information, die ich euch mal hier zeigen wollte. Wir haben hier einen Feuerlöscher. Das haben wir hier hingestellt, weil das ist gerade sozusagen der Flur. Und hier ist der Eingang und dann, wenn da unten irgendwas brennt, kann man hier runterrennen und den Feuerlöscher schnappen und löschen, weil hier ist auch gerade die Ladeanlage. Das zeige ich euch jetzt gerade. Ich mache Mit das mal daneben. Feuermelder natürlich noch. So, wie man vielleicht hören kann, habe ich jetzt die Kamera übernommen. Das hat den Grund, weil es zwei Teile der Roomtour geben wird. Also im ersten Teil werde ich euch hier diesen Teil des Raumes zeigen und Jonas wird euch dann den anderen Teil des Raumes zeigen, der auf der anderen Seite des Raumes liegt. So, es fängt jetzt hier schon mal alles mit der Ladestation an. Hier haben wir unser Ladegerät, Grobner Ultra Trio Plus 16 heißt das Ding. Das ist ein Computerladegerät mit der Besonderheit, dass man darauf drei Lipos laden kann oder drei Nickel-Metall-Nitrid-Akkus, egal. Also ist ein bisschen was anderes als so ein Green Power Ladegerät, das ihr hier sehen könnt. Das hatten wir davor, das hat aber den Nachteil, dass es uns abgefackelt ist oder einfach kaputt gegangen ist, da dieses Netzteil, das da drinnen liegt, kaputt gegangen ist, also abgeschmort ist. Deswegen haben wir jetzt hier ein richtiges Ladegerät. Das ist ziemlich cool. Das hier hat zum Beispiel keine Lüfter. Das hier hat hier Lüfter. Und das ist auf jeden Fall cool, sowas zu haben, weil es ist einfach nochmal was anderes als so ein Ladegerät. Ja, das ganze Ding steht hier auf so einem Schrank und da drin ist natürlich irgendwas. Lipos, wenn wir die laden, machen wir sie meistens in diese Box hier. Ganz einfach, weil es sicherer ist als in so einem Hobbykling-Lipo-Beutel, weil die sind eher unsicher. Könnt ihr mal auf YouTube gucken. Test von diesen Lipo-Beuteln, die gehen genauso schnell kaputt wie irgendwie in irgendeinem anderen Beutel aus Leine oder so. Das war jetzt übertrieben, aber die sind jetzt nicht unbedingt so sicher. Deswegen mache ich die lieber in solche Metallboxen. Ja, die Lipos lagern tun wir hier drin. Die sind in solchen, ja, Munitionskisten. Die gibt es im Internet. Kann man sich bestellen und es ist natürlich ganz schön sicher. Ich zeige euch das mal kurz. Ja, das kann man hier so aufmachen. Und da drin sind die ganzen Lipos. Da sind jetzt die größeren Lipos drin. Das ist hier auch nochmal so ein Liposack. Hier voll, also die vollen Lipos oder ja, die sind jetzt eigentlich nicht voll. Das stand einfach mal drauf, falls wir fliegen gehen oder wenn wir mal fliegen gehen. Hier sind die großen Lipo-Akkus, einmal dieser Sippy-Lipo, Eternity und da unten ist irgendwo ein Shenzhen-Lipo 3S. Ja, so lagern wir unsere Lipos. Das sind normalerweise solche Dichtungen, würde ich aber rausnehmen, da die so dicht sind, wenn es hier ein Lipo drinnen in die Luft geht oder einfach anfängt zu brennen, ist ja klar, dass sich Druck aufbaut und dann will der natürlich irgendwann entweichen und das verhindern diese Dichtungen. Und dann fliegt euch noch die ganze Dose hier in die Luft und das ist natürlich nicht schön. So, deswegen haben wir die Dichtung rausgenommen, dass dann der Druck da in diesen Ritzen entweichen kann. Jetzt habe ich das nicht reingemacht, aber egal. Ja, hier noch zu diesem Schrank mal aufmachen. Hier drinnen seht ihr einmal einen Bosch IXO da hinten. Nehme ich gerade mal raus. Das ist ziemlich praktisch im Modellbau. Ja, kann man immer mal verwenden für irgendwelche Modellautos, wenn man nicht die ganze Zeit mit der Hand rumschrauben will. Dann noch einen normalen Akkuschrauber von Bosch. Akku ist schon leer leider. Ja, ist auch immer ganz praktisch, sowas zu haben, wenn man mal irgendwie was anderes machen will, irgendwas durchbohren will, wenn man jetzt irgendwas baut. Flugzeuge zum Beispiel, das Jonas manchmal macht. Hier haben wir noch einmal das ein Sanyo Nickel-Metall-Nitrid-Lader für Akkus, für zum Beispiel eine Fernsteuerung oder so. Dann hier unten nochmal Werkzeugs. In dieser grauen Box ist der Dremel.
Den habt ihr mal in dem letzten Video vom von der Karosserie gesehen, glaube ich. Einmal hier noch einen Lötkolben, unverzichtbar im Modellbau. Und hier noch eine Heißkleberpistole für solche Arbeiten an irgendwelchen Schaumstoffflugzeugen. Das ist auch immer ganz praktisch. Oder so macht man das eigentlich immer mit solchen Kleber bei Schaumstoff, weil da zerfrisst der Schaumstoff nicht bei solchem Heißkleber. Und das ist schon mal in diesem Schrank. Ja, geht's hier mal weiter. Wie schon gesagt, es ist der Tisch, wo eigentlich fast immer die Videos drauf gedreht werden und wo wir auch immer drauf arbeiten. Oder ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel gestern noch am X1 rumgeschraubt. Ich habe hier den Vergaser gesäubert, habe ich abmontiert und alles mal wieder ein bisschen schön gemacht. Ja, so sieht er aus. Ist immer noch dreckig, aber davor war er auf jeden Fall dreckiger. Hier hinten seht ihr den Monster Matt. Das neue Auto hier, relativ neu. Und so sieht es hier jetzt aus. Das habe ich auch sauber gemacht. Ja, müssen wir die Reifen drauf. Die sind aber noch so dreckig hier. Die stehen hier noch. Und so sieht es jetzt hier eigentlich immer aus. Wir haben jetzt hier nicht irgendwie noch umgebaut oder sauber gemacht. So sieht es hier eigentlich immer aus. Ziemlich unordentlich eigentlich. Ja, das hier gehört eigentlich da hinten hin. Das hier ist die Nitro-Starter-Box von Apsima. Und da drin ist noch ein Nipo, der muss auch noch in die Munitionskiste rein. Hier sehen wir den TT-01, den Klattbahner von mir. Ja, vielleicht gibt es da, oder da wird es irgendwann auch mal noch ein Review geben von den ganzen Autos, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Wird es irgendwann mal Reviews geben. Hier seht ihr Toilettenpapier. Ja, alles Mögliche hier auf dem Tisch. Das da hinten zeige ich euch gleich noch. Hier oben haben wir ganz viel solche Boxen. Sehr praktisch. Kann man einfach mit einer Schraube oder zwei Schrauben und so mit so einer Leiste an der Wand montieren. Dann kann man da alles reinmachen. Wenn ihr so seid wie wir, habt ihr ziemlich viel Zeugs, das irgendwie verstaut werden muss. Und da eignet sich sowas hier natürlich ziemlich dafür. Ja, hier haben wir ganz viele Schrauben. Und hier noch ein Losey Drive Shaft, der hier gebrochen ist an der Seite. Gleich mal fokussieren. Ja, alle möglichen Schrauben. Dann geht es hier gerade weiter mit Lötzinn, Flussmittel, auch für Löten natürlich. Programmierkarten für Regler und ist noch irgendwas anderes. Ja, Regler. Dann hier unten so ein selbstgebautes Lötkolben-Fußteil. Hier eine Glühkerze, die ich euch noch im Nitro-Video noch gezeigt habe, glaube ich. Und natürlich hier Splinte, ganz viele. Die braucht man nämlich immer. Da kann man gar nicht genug davon haben. Akkuhalter für Traxxas-Modelle. Erkennt jeder, der ein Traxxas-Auto hat. Dann hier Plastikteile. Erkennt ihr das? Das hier ist ein Hinterteil für ein Monster-Matt oder eine Stampede. Dann hier CC01-Fahrer unter euch werden das erkennen. Das ist der Motorhalter. Drive-Shaft für den SCX-10. Ein Diff für den Slash. SCX-10-Fahrer werden das hier auch erkennen. Das ist der Lenkhebel. Und da irgendwie ist noch der C-Hub da unten. Ja, viele Plastikteile, die funktionsfähig sind. Also kaputte Sachen werfen wir eigentlich immer sofort weg. Ja, was haben wir hier noch? Servo-Saver, SCX-10. Ach, unten ziemlich viele T-Stecker-Ersatzteile. Da gibt es auch Hobby King, die ganz günstig eigentlich. Haben wir uns mal eine Tüte bestellt. Oder hier noch solche normalen Goldstecker. Für Modellbau auch ziemlich praktisch, vor allem für Brushless-Systeme oder für irgendwelche Kontakte. Hier nochmal eine Box. Wir haben eigentlich die meisten Sachen immer in solchen Boxen. Ziemlich praktisch. Also wenn ich mal irgendwie fahren gehe, nehme ich das immer
nämlich immer die nötigsten Sachen in solchen kleinen Boxen mit. Also die habe ich eigentlich immer dabei. Da drin ist dann so ein kleiner Schraubenschlüssel für Räder, 1 zu 10er zum Beispiel, 1 zu 10er Räder. Und was habe ich da noch? Eine Glühkerze, wenn ich jetzt Nitro fahren gehe, und Ersatzkugellager oder so. Hier hinten oder hier unten haben wir solche FPV-Teile für FPV-Zeugs. Praktisch und ja, kann man eigentlich jedem empfehlen, sowas sich an die Wand zu hauen in einer Modellbauwerkstatt. So, hier unten haben wir noch zwei Fernsteuerungen, einmal eine DX4S und eine DX3C. Spektrumfernsteuerung kennt man. Und dann, was haben wir hier noch? Die Reifen vom Monstermatt und alles Mögliche. Das habe ich euch schon gezeigt. Ach, wenn wir uns neue Sachen kaufen und das noch nicht sofort benutzen, hängen wir das meistens so an den Tisch, wie man hier sehen kann. Ja, was kann man da sehen? Einmal hier ganz viele Hauptzahnräder von Traxxas, Axial, Axial Teile, also XCX, SCX10, Getriebeteile, Kabelbinder, Reifenschaum und alles Mögliche. Ja, ich hoffe, es interessiert euch überhaupt. Ich zeige euch einfach jetzt mal alles. Und das ist schon mal die erste Hälfte vom Tisch. Nochmal von dieser Ansicht. So sieht es hier aus. Dann geht es mal weiter mit dem Werkzeug, das wir haben. Ja, Zangen braucht man immer. So, ja, normale Zangen aus dem Baumarkt. Klar. Und dann hier alles mögliche weitere Werkzeugs. Ich habe jetzt hier auch übrigens eine richtige Lexan-Schere, habe ich ja euch schon mal gezeigt. Und Pinsel für Nitro-Modelle. Es ist ziemlich praktisch, sowas zu haben. Kann man immer schön sauber machen. Dann, was haben wir hier noch? Ja, Schraubenzieher, klar. Einen Glühkerzenstarter und so weiter und so fort, Cuttermesser, Scheren und alles Mögliche hier, so Sechskantschraubenzieher. Klar, sowas ist immer öfter in Modellen. Zum Beispiel hier beim Hongdor sind das auch Sechskant. Oder was ist hier noch Sechskant beim Axial und so Zeugs halt. Hier haben wir noch die 7-Fernsteuerung, die funktioniert übrigens auch noch. Die war ziemlich günstig. Ja. Und so weiter und so fort. Hier haben wir FPV-Zeugs. Das ist diese Cranum F... wie heißt die nochmal? Do-it-yourself Goggle. Also so eine FPV-Brille. Hier noch ein FeelWorld FPV-Bildschirm. Die Starterbox, die ihr schon gesehen habt. Ach ja, hier die Quadrocopter, die wir haben. Einmal dieser ZMR 250 Quadrocopter von Jonas. Sehr schöner Quadrocopter, hier noch mit einem Lipo-Safe und neue Antennen. Das sind so Cloverleaf Fat Shark Antennen. Die sind irgendwie besser als die anderen, die er davor hatte. Und hier noch die anderen beiden Quadrocopter. Also einmal hier dieser Mini-Quadrocopter von Revell und dieser Hubsan-Quadrocopter. Kennt ihr ja. Dann kann man hier mal gucken. Hier haben wir nochmal eine Fernsteuerung. Das ist die teure DX7S, deswegen ist es hier auch schön eingepackt. Und hier ist noch die andere DX5E. Die werde ich irgendwann mal benutzen, wenn ich auch mal irgendwie anfangen will zu fliegen. Ja, das ist nochmal eine Spektrumfernsteuerung. Und dann geht es da hinten mal an die Fette. Ja, wie jeder, der so ein Modellbau hat, haben wir auch ziemlich viel Öl und Fett da, also hier zum Beispiel Lois Diff Oil 20.000er und so weiter und so fort. Also, was ist hier alles drin? Ja, was ist da so drin? Ja, Schmieröl, wie schon gesagt. Das ist eigentlich alles so Factory Team, Team Associated Lucas Oil Production Öl für Stoßdämpfer, Silikonöl. Dann hier nochmal dieses Diff Oil 2000,
20.000er ist das von Lois, Team Factory 7.000er und so weiter und so fort. Schmierfett, Hochleistungsschmierfett von Graupner. Normal Schmierfett ist viel günstiger ist als dieses Graupner-Zeugs. Schmieröl und so weiter und so fort. Also hat eigentlich jeder, der so ein bisschen Modellbau hat, daheim. Dann hier einmal Ultimate Racing, so Filteröl für Nitros. Hier Ultimate Racing, Konservieröl für Motoren. Hier hinten das Wundermittel WD-40. Sehr praktisch, wenn man irgendwelche Plastikzeugs wieder zum Glänzen bringen will. Benutze ich meistens für das. Dann Spray-Tech Silikonspray, auch zur Pflege. Hier hinten, wie man sehen kann, sind dann auch nochmal so ein paar blaue Kästchen. Da drin sind viele Federn. Ja, das hat sich alles angehäuft über die 10 Jahre, dass wir es hier mit das machen, das Modellbau. Oder 9 Jahre. Hier A-Arme vom Traxxas Slash. Ein Differential. Mal einen, was ist das? Ein CC01. Was ist das nochmal? So ein weiterführendes Zahnrad und hier nochmal ein paar Teile. Ja. Was ist das hier? Da hinten ist noch so Nitro-Zeugs. Einmal hier ein Spritschlauch. Was ist das hier? So ein Seilzugstarter, den benutze ich zwar nie, deswegen kenne ich das Wort auch schon fast nimmer. Noch das Teil davon und nochmal ein Teil von dem Nitro-Auto und nochmal ein Nitro-Teil, auch nochmal von einem anderen Seilzugstarter. Was ist da hinten noch? Dann ist, glaube ich, noch was anderes. So, was ist das hier? Einmal noch der Kästl-Motor, der funktioniert noch. Der Regler funktioniert nimmer, der liegt hier aber hier irgendwie noch. Da fliegt mir schon der SR410 Spektrumempfänger runter. Hier haben wir noch dieses Planetendifferential vom Slash 2WD. Und ja, das ist alles so auf unserem Tisch. Hier haben wir auch nochmal das gleiche wie da hinten. Neuteile. So hier an dem Tisch dran mit solchen Schrauben. Also dann hier einmal Stoßdämpferteile vom TT01, so Ringe, Reifen, Dichtungen, Servos, die hier sogar noch funktionieren. Einmal so eine Ansmann-Servo und noch eine Ace-Assi-Servo. Dann noch DT02-Teile und was ist hier hinten noch? Ja, Propellerzeugs. Ja, was haben wir hier noch? Hier hängen noch, wie man sehen kann, ein paar Flugzeuge. Einmal ein Nurflügler von Jonas, also die ganzen Flugzeuge hier sind von Jonas. Dieser Nurflügler hat er mal selber gebaut, dieser FT Nutball, also Flight Test Nutball, auch selber gebaut. Also halt die Pläne von Flight Test, der ein oder andere wird die kennen, diesen YouTube-Kanal von denen. Und dann hier noch den Flight Test Duster heißt der. Die hängen hier so an so einer Röhre, das ist ganz praktisch, so eine Wasserröhre ist es. Und dann hier noch einmal eine Multiplex Zebra Fernsteuerung. Das war von so einem selber gebauten Boot. Vielleicht zeige ich euch das oder zeigen wir das euch noch im zweiten Teil. Hauptlastnadel, Leerlauf, Gemischnadel und so weiter und so fort. Das hier ist noch so eine kleine Grafik von einem Vergaser. Was kann man noch zeigen? Hier auf der Heizung ist noch der CC01. Hier noch eine Werkbank, das zeigen wir euch aber noch im nächsten Teil genauer. So, das war es jetzt auch schon von der Roomtour. Da wird es dann, wie schon gesagt, einen zweiten Teil davon geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das ruhig in die Kommentarsektion schreiben. Wir werden dann darauf antworten. Und dann bis zum nächsten Modellbau-Video. Das nächste Video wird wahrscheinlich dann wieder ein normales Video kommen oder sein. Und dann wird es irgendwann diesen zweiten Teil geben, den dann Jonas machen wird. Okay, dann danke fürs Zuschauen und ciao.